Hallöchen, willkommen zurück bei Evolent. Irgendwo ist was passiert und das war mit Sicherheit das letzte Mal. So sind die letzten Worte geendet des Spiels. Jetzt bin ich mal ganz, ganz gespannt und ich bin mir sicher, dass sich hier irgendwas verändert hat. Und ja, das hat es wirklich. So, dann bin ich mal gespannt. Wir haben ihn besiegt ziemlich easy durch einen Bug. Amuletthälfte. 1 von 2 Amuletthälften. Was haben wir hier? Stadtportal. Ja, wir würden gerne nochmal so weit laufen. Stimmt allerdings. So, hier sind wir wieder. Nur die Frage ist, zu wem wollen wir das? Ja, ich weiß, zu wem wir gehen wollen. Wir brauchen hier noch einen. Ja, okay. Ich weiß, wohin wir gehen wollen. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Mal sehen, was die jetzt sagt. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Okay, die sagt immer nur dasselbe. Die ist total unnötig. Die ist zwar ganz niedlich und so, wie sie da steht, so unschuldig und so, aber hat sie keine Hobbys oder so? Ist sie ja schlecht? Wieso? Was will sie uns damit sagen? Sucht sie jemanden für sich oder wie? Das ist eine gute Frage. Ich würde ihr das gerne beantworten, aber es ist nicht so einfach. So, gehen wir mal zu dem Onkel hier. Gut, dass ihr die Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brech zum Heiligen Hain auf, um die anderen zu besuchen. Heiligen Hain befindet sich im Süden von Naogai. Nie ohne sei. Okay. Im Süden. Okay. Was sagt die? Weile nicht sitzen. Blablabla. Blablabla. Im Süden. Ich würde sagen, nicht da, wo wir da lang gegangen sind, sondern an einer anderen Stelle. Also ich würde sagen, mit Süden ist ja wegen nie ohne Seife, ne? Also nie ohne Seife waschen, das sage ich immer nur, damit ihr eine Lektion lernt quasi und sie fürs Leben mitnehmen könnt. Aber hier kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, man kann da lang. Versuchen wir einfach mal, wieso nicht? Weil dann, das müsste quasi Süden sein. Welches Level sind wir eigentlich jetzt gerade? Vor allem, ich habe immer noch kein Schild oder so. Es sei denn, ich bin ein bisschen blöd und, oh ja, das war natürlich prima. Attacke. Yay, EP hier, EP da, EP everywhere. Oh, was ist denn das denn? Oh, wo sind wir denn? Oh shit, das wollte ich gar nicht. Ja, wie soll ich bitte schon hier durchkommen? Oh. Ja. Das ist ja prima. Wir haben doch hier ein Dings da. Bomben, ach so. Ja, Logo. Oh, shit. Ach so, wie habe ich das nochmal aufgemacht? Ach so. Okay, ich verstehe. Okay. Dieses Menü kommt nur, wenn wir uns in solchen Gegenden befinden. Ich mache einfach mal hier alles kaputt. Die Bomben sehen cool aus. Die erinnert mich so ein bisschen an Bomberman. Also wer Bomberman nicht kennt, das ist mein größtes Vorbild. Können wir alles kaputt machen? Nee, ne? Können wir hier nach unten? Ne, dann kommen wir nur hier hin. Scheiße. Ah. Verpiss dich, Mann. Scheiß Fledermaus, Mann. Was denkst du, wo du bist überhaupt? Oh, hier haben wir einen Minibaum. Der ist noch ganz klein. Der muss noch wachsen. Ich mag die Musik, die ist so angenehm. Die ist so. Oh. Wir haben dagegen geschlagen und es hat what the fuck? Zeitreisen. Treffe den Kristall zwischen Marty damals und jetzt zu wechseln. Okay, zwischen damals und jetzt zu wechseln. Okay, nochmal. Lol. Heilige Scheiße, was für ein Unterschied, ne? Oh, wow. Das ist so cool, Mann. So cool, Mann. Ach, warte mal. Was? Aus dem kleinen Baum ist jetzt gar nichts geworden. Das ist jetzt nur noch so ein Mistgeburtenbaum. Ja. Was haben wir hier? Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Und hier können wir wieder zur Neuzeit wechseln. Okay, ich denke, das müsste so ungefähr. Ja, nicht unbedingt das Ende, glaube ich, aber. Obwohl. Ich meine,
8 von 30 Sternen. Entweder ich habe alle übersehen oder... Ja, wahrscheinlich habe ich einfach alle übersehen. Shit, da kommen wir nicht lang wegen. Ja, das ist super. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Was auch immer das sein soll. Ach so. Oh shit. Dieses kleine Spielchen. Na. No. Twerk, 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 twerk. Liebe twerk, 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 twerk. Twerk, 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 twerk. So, dieses Rumgetwerke, das gab einfach immer. Das ist einfach unglaublich. Okay, ganz langsam. Dafür aber sicher. Lalalala. Tapperupidu, schubidubidu, Manua. Ich würde gerne zu dieser Kiste da kommen. Ich würde sogar sagen, dass dieses Twerken hier die beste. Schräg können wir auch gehen, ne? Geht das? Nein! Oh! Es tut mir leid, aber einmal muss man es ja versuchen. Ansonsten lernt man es ja gar nicht, dass man nicht schräg gehen kann. Aber man kann ja schräg gehen, was quasi dann doch irgendwie das Ganze ein bisschen unlogisch macht, aber... Na gut, wir brauchen ja bei Videospielen nicht von Logik zu reden, das ist ja... Ne? Nicht erwähnenswert. Ich meine, wir spielen Videospiele nicht, um Logik zu haben. An diese Worte werdet ihr euch erinnern, meine Freunde. So. Ganz langsam, aber sicher. Oh mein Gott. Sobald man nah genug an diese Fallen kommt, weiß man, wo sie sind. Und das hat gut geklappt. So, gut. Bogen. Ja! Endlich, der Moment ist gekommen. Ja, Mann. So, Bogen. Yeah! Komm schon, Mann. Ich kann nicht... Okay. Ich kann nicht zur Seite schießen. Gut, die haben wir ermordet. Müssen wir vielleicht das Schwert nehmen? Ja, eine Bombe wahrscheinlich. Ja. Dann nehmen wir mal wieder den Bogen. Ausgrabungen. Ah, ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Everland. Ja gut, so viele haben wir anscheinend dann doch nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Also ne, jetzt mal ehrlich, wenn ich das so bedenke, haben wir sehr wenige nur. Und wo geht es denn bitte schon hier lang? Geht's vielleicht... Ah. Bug? Was ist denn da? Was ist das denn bitte schön? Stern von Evoland. 10 verschiedene Sterne gefunden. Wir sind gerade durch die Wand gegangen. So, so. Ja gut, diese kleine Plattform hier zeigt uns, dass es da irgendwas gibt vielleicht. Da kommen wir leider nicht lang. Oh, shit. Langsam. Wo müssen wir denn genau lang jetzt? Na, oh, nein. Ich habe immer noch meinen Bogen. Gut. Leider habe ich nicht mehr so viel Leben. Wir verlieren immer ein bisschen Leben. Nur mich persönlich würde wundern, wo es dann lang geht. Ah, was haben wir hier? Nee, da geht's nicht lang. Ich weiß es nicht, Leute. Ich würde ganz ehrlich sagen, es geht... Oh, nein. Vorsichtig, Danny, Mann. Vorsichtig. Nicht in die Lava reinfallen. Das könnte schlecht für uns enden. So. Schütz. Nein, auch nicht. Gut, wir müssen diesen Umweg hier nehmen. Ja, das Problem ist jetzt... Ich überlege gerade so ein bisschen, weil... Ich meine, hier geht es ja weiter. Geht's vielleicht... Nee, hier nicht. Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ich frage mich jetzt, ob wir überhaupt hier hin müssen. Wahrscheinlich aber schon. Hier geht's hier vielleicht weiter? Komm schon, hier muss es noch irgendwas geben. Nee, anscheinend nicht. Puh, dann gehe ich einfach mal weiter, ganz in Ruhe. Hier geht's ja noch ein bisschen weiter. Nee, da geht's nicht lang. Geht nur hier lang. Ganz langsam, aber sicher mal sehen, wohin uns der Weg führen wird. Obwohl ich... Oh, nein! Fuck!
Oh, diese Lava. Diese Lava-Spielchen, Mann. Kein Bock mehr auf den Scheiß, ey. Ich bin so sauer, Mann. Ja, ja, ja. Das merkt man mir auch an, glaube ich. So. Das ist eine wirklich sehr gute Frage, wo wir als nächstes lang müssen. Befindet sich das dann immer noch dort oder wie sieht's aus? Nee, okay, es ist quasi schon gespeichert. Ja, ich denke, wir gehen erstmal wieder zurück. Scheiße. Oh, wie ich es hasse, dass man... Ich würde mich auch selbst umbringen, da kommen wir auch zurück. Oh, shit. Oh, was? Fickt euch einfach, fickt euch. Ich glaube... Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Wir nehmen lieber das Schwert für hier. Ich denke, das wurde... Da mussten wir nur hin, um diesen Bogen zu bekommen. Ich denke, einen anderen Grund gab es dazu nicht. So, dann verschlechtern wir einfach mal die Grafik aus Spaß. Ah, okay, dann müssen... Oh, was ist das? Ja, nicht verbrennen. Okay, alles klärchen. Kann man die verbrennen oder was? Wenn wir mit dem Feuer irgendwie... Da bin ich mal gespannt. Gut, also da mussten wir quasi nur rein um, ne? Genau. Aber wie sollen wir die kleinen Bäume nicht verbrennen? Ah, nee. Gut, also was wir machen können, wir können erstmal weitergehen und schauen mal, was uns da erwartet. Vielleicht... Nee, hä? Also, das wissen wir wissen, man kann die verbrennen, okay. Also, wir machen es einfach. Wir müssen uns... Ich denke gerade die ganze Zeit, dass wir uns dann halten müssen. Müssen wir aber gar nicht. Und er versucht zwar so ein bisschen zu schubsen, aber... Mal sehen. Nee, auch nicht. Was ist, wenn ich... So eine Bombe... Oder was ist, wenn ich hier eine Bombe platziere eigentlich? Nix. Und was ist, wenn ich hier eine Bombe platziere? Auch nix. Okay. Wir verwandeln uns mal... Oh nein. Yes. So, wir verwandeln uns mal wieder. Haben wir eigentlich noch die Bomben? Ja, haben wir. Gut. Können wir das schieben? Ach so, ja, ja, ich... Shit. Nein! Okay, das geht nicht kaputt, schade. Wieso's? Ich finde es so witzig, wie die Bomben aussehen. Jetzt komme ich einfach wegen dem Stein nicht durch. Komisches Rätsel. Oh, shit. Ah! Ich weiß wie! Ich weiß wie, Leute. Wir müssen einen Bogen nehmen. Und bitte sag mir, stimmt. Oh ja, das tut es. Die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Ah, okay, weil wir ja quasi in der Vergangenheit sind. Jetzt sind wir in der Zukunft. Und da ist die Grafik natürlich besser in der Zukunft, logisch. Und der Baum ist weg. Gut. Ich nehme lieber das Schwert, wenn wir hier sind. Noch mehr diese Herausforderung. Oh, shit. Manchmal werde ich so richtig schnell. Woran liegt das? Ich weiß es selber nicht. Gut, hier kommen wir nur... Okay. Hier kommen wir aber durch. Und hier... Ja. Hier ist ein kleiner Baum. Gut, dann werden wir wahrscheinlich... Weil wir können ja im Moment gar nichts tun, so wirklich. Sei denn wir... Kommt schon, da könnte er doch durchpassen, oder nicht? Natürlich, da gibt es eine unsichtbare Wand, alles klar. Es tut mir leid, da gibt es natürlich unsichtbare Bäume. Können wir die kleinen Bäume mit... Ach, wir können einfach so durch, lol. Können wir das irgendwie... Nee, Oh, das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. Was ist, wenn ich hier eine Bäume platziere in dem Ding? Natürlich gar nichts, hier... Auch natürlich gar nichts. Wir müssen jetzt mal die Bäume. Also die Vorteile, wenn wir groß sind, wir können zum Beispiel auch hier lang. Aber die Nachteile sind, wir können nicht die durch die Bäume. Ach, hier unten geht's auch noch lang. Gut, also da eigentlich müsste ich jetzt diesen Baum hier zerstören. Hm.
Kann ich nicht schräg irgendwie was machen? Oh shit. Ne, es geht. Ah, ich weiß wie, logisch. So. Jetzt müssen wir wieder in die Zukunft wechseln. Zeitreisen da. Ich seid 12 Mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gereist. Ja, Mann. Achievements hin und her. Alles nur für mich, Baby. Alles nur für mich. Oh yeah. Und ich nehme lieber das Schwert. Damit fühle ich mich sicherer. Ja, das macht so eine Laune, Mann. Ich liebe das Game. Nee, das Game ist echt cool. Okay, ich dachte, wir können den Stein kaputt machen, weil er so, ne? Mal sehen, wie es aussieht. Ja, nur ob uns das etwas gebracht hat, ich weiß nicht. Ja, und jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo und... merkwürdig. Oh, gib mir das Herz. Oh Mann. Ach, nach rechts geht's auch noch, okay. So, dann stellen wir mal den Stein dagegen. Da hinten haben wir neue Gegner. Naja, was sind neue Gegner? Die haben wir schon 10.000 Mal gesehen. Ach du Scheiße, verpiss dich. Oh Mann. Ein Stern, ja. Jetzt haben wir wieder einen Stern. Das ist natürlich ein Traum von mir, der jetzt erfüllt wurde. Und da unten geht's auch noch lang. Au. Nun, wie kommen wir denn da bitte schön hin? Vielleicht in der Altzeit? Was denkt ihr? Ich habe eine Idee. Ich glaube, diese Dinger müssen auch anbekommen werden, glaube ich. Die müssen auch angemacht werden. Oder haben wir noch eine... Oh, ich sehe gerade. Oder kommen wir sogar nicht hin? Scheiße. Hä, wie kommt... Oh, da haben wir noch eine Box. Oh mein Gott. So viel für mich gerade. Ich kann mich gar nicht so sortieren. Das ist zu viel für mich. Ja, Mann. Wie soll ich bitte schön dahin kommen? Ich weiß ja nicht mal, wie wir jetzt zurückkommen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nee. Ah, okay. Ist, ja. Mal sehen, wie es hier aussieht. So. Kann ich das vielleicht... Nee, es geht nicht, was? Vielleicht mit 10 Bomben oder so? Nee, anscheinend nicht. Ich könnte ja mal versuchen. Ah, genau, nach oben zu gehen. Aber das... Da kommen wir ja gar nicht hin als... Nee. Da kommen wir ja gar nicht hin. Was haben wir hier? Nix, okay. Okay, dann wechseln wir mal nochmal zur Allzeit. Ja, es ist... Ja, es gab trotzdem. Wir müssen den Kristall hier nur beschädigen. Und jetzt kommen wir auch hier runter, okay. Aber da kommen wir nicht hier lang. Oh. Ah, durch die Bomben lässt sich alles explodieren. Okay, okay, okay. Durch die Bomben kann alles explodieren. Was sehr interessant zu wissen ist. Also jede Art von Stein kann explodieren, weil damals hatten die Steine, sahen die alle gleich aus. Ja, ach, das fällt... Moment mal, das kann ich ja eigentlich auch so machen. Was? Okay, die Reichweite passt nicht. Dann haben wir was vergessen. Dann machen wir das mal kurz. Ich finde, die alte Grafik, die hat einfach irgendwas, finde ich. Also, sie gefällt mir gut. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber mir gefällt sie. So, was haben wir hier? Ein weiterer Stern. Ja, das ist natürlich super. Freut mich. Gut, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!